Ja. In diesem Video besprechen wir das Thema Risiken von Immobilien in zwei Hinsichten. Zum einen Substanz, also das Haus an sich, was hat denn das für Risiken? Zum anderen die wirtschaftliche Situation, was kann denn da so passieren? Also wir fangen jetzt mal an mit den Risiken aus der wirtschaftlichen Hinsicht, und zwar das Zinsrisiko. Was bedeutet das? Und ein Zinsrisiko heißt so viel wie: Was passiert nach Auslauf der Zinsbindung? Nach Auslauf der Zinsbindung hast du in der Regel eine Restschuld, wenn du nicht sehr viel Sondergetilgt hast. Und wenn die Zinsen halt hochgehen von 2% auf 10%, du hast eine Tilgung von 2%, aktuellen Zins von 2%, das heißt, du hast eine Annuität zu bezahlen, wenn du 100.000 finanziert hast, von 4.000 Euro im Jahr. Wenn du aber danach noch eine Restschuld hast von 80, zum Beispiel, wenn du nie Sondergetilgt hast, dann hast du eine Annuität von 10% Zinsen plus 2% Tilgung und 12% von 80. Das ist, lass mich kurz rechnen, 9.600 Euro im Jahr. Also du zahlst halt einfach doppelt so viel wie vorher, obwohl du schon das Ding 10 Jahre halt abgezahlt hast. Das ist halt das Zinsrisiko, dass die Zinsen halt voll hochgehen und du halt eben mehr zahlen musst als vorher. Man kann das Ding natürlich reduzieren, indem man die überschüssigen Einnahmen nutzt zum Sondertilgen. Klar, aber wenn du dann Geld brauchst für eine Renovierung, ist es halt schon gesondertilgt. Also ich tendiere eher dazu, die Mieteinnahmen nicht anzufassen, auf ein separates Konto laufen zu lassen. Nach Ablauf der 10 Jahre kann man entscheiden, die Zinsen sind hochgegangen oder nicht. Wenn sie hoch sind oder wenn du vielleicht sogar 15 Jahre festgeschrieben hast, wenn sie hochgegangen sind, kannst du einfach auf einen Schlag alles abtilgen. Voraussetzung natürlich dafür ist, dass die Rendite der Immobilie gut genug war, sonst musst du sie mit externen Einkommensquellen subventionieren. Ich persönlich möchte das nicht, deswegen tun wir immer nach guten Renditen schauen, damit wir da safe sind in dieser Hinsicht. Aber das muss man natürlich wissen, dass man da raus ist nach der Zeit. Wenn man jetzt eine Immobilie kauft, 2% Tilgung, 2% Zinsen, 8% Rendite, Beispiel, ja, hast du 4% Überschuss im Jahr. Wenn du das Geld nimmst und damit in Urlaub gehst oder sonst was und das Ganze natürlich 10 Jahre betreibst und dann zack, die Zinsen gehen hoch, womöglich ist der Wert noch gegangen, runtergegangen, dann hast du ein kleines, großes Problem. Des Weiteren gibt es bei den Zinsen noch ein weiteres Risiko, das ich aktuell sehe. Es gibt viele Investoren, die tun variabel finanzieren. Also wenn man variabel finanziert, heißt das quasi, dass der Zinssatz nicht festgeschrieben ist auf eine Laufzeit, sondern dass der jeden Monat neu berechnet wird. Da gibt es verschiedene Berechnungsmethoden. Eine typische Berechnungsmethode ist zum Beispiel Euribor plus 1,5 oder Euribor plus 2 oder Euribor plus 1. Euribor ist so der Leitzins, da gibt es so eine Grafik, kannst du mal googeln, Euribor. Das ist gerade bei minus 0,8. Die Banken sagen, minus gibt es nicht, das wird genullt. Und dann ab dem Nullniveau kommt plus 1,5. Also wenn es minus 2 ist oder minus 0,1, macht keinen Unterschied. Das ist immer 0 plus 1,5. Das heißt, du zahlst 1,5% Zinsen jährlich. Und das wird dann natürlich durch 12 geteilt und auf den Monat berechnet. Wenn du dann auf 1 gehst, dann zahlst du 1 plus 1,5, also 2,5. Und dann wird es wieder neu berechnet. So, wenn jetzt aber die Zinsen hochgehen, immer ein bisschen kontinuierlich, dann ist es womöglich, es kann sein, dass es mit einer Ding verbunden ist, mit einer Reduktion des Immobilienwerts. Also wenn die Zinsen hochgehen, dann sinkt womöglich die Nachfrage am Markt und somit kann es sein, dass der Preis ein bisschen zurückgeht. Aber das Verhältnis Rendite von der Immobilie zum Kaufpreis bleibt immer ähnlich. So, ja? Aber wenn halt der Preis fällt und der Investor der variablen Finanzierung zum Beispiel ein A-Rating hatte, die Banken stufen immer die Kunden mit einem Rating ein, zum Beispiel A, dann heißt es, okay, das ist gut, ja. Aber wenn dann die Immobilienpreise fallen, dann hat er vielleicht nur noch ein C-Rating, weil seine Immobilien an Wert verloren haben. Wenn dann gleichzeitig noch zum Beispiel von der Europäischen Zentralbank eine Auflage kommt, Kreditrichtlinienverschärfung, nur noch an A-Kunden dürfen Kredite vergeben werden. So, dann hat der Kunde, der eben variabel schon noch finanziert hat und sich die Hände gerieben hat und sagt, ey Leute, ich zahle weniger Zinsen als ihr alle, hat nur noch ein C-Rating. Die Zinsen steigen jeden Monat kontinuierlich, langsam, ganz langsam an. Ganz langsam, aber schön, schön kontinuierlich. Er sagt, ich möchte es festschreiben. Dann sagt die Bank, Herr Kollege, es tut mir leid, Sie können nicht festschreiben. Ihr Rating ist zu schlecht.
Und dann will er verkaufen und kriegt nicht mal mehr sein Darlehen rein. Und das ist ein extrem großes Risiko, was ich sehe. Ich würde langfristig mit variablen Finanzierungen auf gar keinen Fall arbeiten. Klar, dann kann man sagen, ja, das sind so die typischen Antworten, die ich dann höre. Du kannst halt irgendwelche Produkte an der Börse kaufen, die auf einen steigenden Zins setzen. Klar kann man das machen, aber da brauchst du halt richtig hohes Volumen da rein. Ne? Wenn du jetzt irgendwie eine Immobilie für 1 Million variabel finanzierst und die Zinsen steigen, dann musst du halt richtig viel da hin und her Geld schieben und da brauchst du natürlich auch eine große Liquidität. Ich persönlich rate extrem davon ab. Nächstes Thema Leerstand, was ist das natürlich auch noch ein wirtschaftliches Risiko, wenn du irgendwie keine Mieteinnahmen mehr hast. Du hast Kosten auf der einen Seite, keine Einnahmen auf der anderen Seite, da muss man das überbrücken können. Ja, man sollte schauen, dass man vielleicht zwei Jahresannuitäten immer irgendwie bezahlen kann und dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wenn der Immobilienmarkt sich verändert, also es gibt das Thema und das ist ein Streitpunkt Krise. Kommt eine Krise, kommt keine Krise, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn der Preis der Immobilie zurückgeht und sich reduziert, kann es sein, muss natürlich nicht sein, es kann sein, dass die Banken Nachschüsse fordern als Sicherheiten. Also wenn du jetzt eine Immobilie kaufst für 100.000, wieder Beispiel, die Bank sagt, lieber Kollege, 20% Sicherheit, entweder du machst eine Anzahlung von 20.000 oder du bringst eine Sicherheit von 20.000 auf ein Konto ein, das gefreezed ist von der Bank, das du erst wieder rausholen kannst, wenn du 20.000 getilgt hast zum Beispiel. Das kann man auch machen. Dann ist das Konto da, zum Beispiel 20.000, 100.000 Darlehen für eine Immobilie. So, jetzt kommt aber eine Krise, der Marktpreis der Immobilie fällt auf 80. Dann sagt die Bank, die Sicherheit von 20 reicht nicht mehr aus und wir brauchen nochmal extra 10er. Sonst können wir die Sicherheit nicht mehr gewährleisten und müssen schauen, was wir mit der Finanzierung machen. Auch wenn du regelmäßig die Raten bezahlt hast, kann das passieren. Es ist historisch schon passiert. Nicht bei allen Banken kann sowas passieren. Manche machen es nicht, manche machen es. Aber ich habe da eine Expertenmeinung dazu gehört. Was noch nicht war, kann ja werden. Und wenn es wirklich um das Überleben einer Bank geht, dann sind die dazu berechtigt, das zu machen, also den Darlehen irgendwie Nachschuss zu fordern. Deswegen sollte man das auf jeden Fall berücksichtigen, diesen Punkt. Man spricht da ungefähr von Nachschüssen, die da 2008 der Fall waren, 30% der Beleihungswerte. Sowas in dem Volumen wurde damals eingefordert, hat auch vielen das Genick gebrochen, sehr vielen. Risk, ne? Gibt es noch einen Risikopunkt zum Beispiel, ist, dass die wirtschaftliche Region sich negativ verändert. Also wenn man eine hohe Abhängigkeit hat von einer Firma, von einer Branche in der Stadt. Also eine Firma ist noch schlimmer als eine Branche. Und wenn du halt komplett unabhängig bist von verschiedenen Branchen, ist natürlich noch viel besser. Aber grundsätzlich, in Ingolstadt zum Beispiel ist Audi, außenrum sind noch ein paar andere Firmen und so, aber wenn halt da irgendwas ist, so, ne, dann kann es halt extrem den regionalen Immobilienmarkt beeinflussen. Da muss man natürlich schauen, wenn man in so einer Stadt ist, wo ein extremes Monopol vorhanden ist, wie sicher ist denn das? Das muss man dann der dementsprechenden Lage abschätzen, aber wenn da halt eine Krise ist, die Leute gehen weg, die Firma macht zu, die halt 80% der Arbeitsplätze der Stadt stellt und die Leute gehen in andere Städte, dann gibt es Leerstand und was weiß ich, dann steht man natürlich schlecht da, eine regionale Immobilienkrise, die einen natürlich langfristig sehr viel Geld kosten kann, wenn man nicht sehr gut eingekauft hat. Das muss man abwägen, auf jeden Fall. Neben der wirtschaftlichen Risiken gibt es natürlich auch noch so Baurisiken, bauliche Substanzrisiken, also zum Beispiel, wie gut ist denn die Wand, kann halt, das Haus kann einfach schlecht sein, die Rendite kann gut sein, das Haus kann schlecht sein, da gibt es Sachen wie zum Beispiel Schwamm, das würde ich auf jeden Fall immer prüfen lassen mit einem Gutachter, wenn du da dir unsicher bist, wenn du ein Mehrfamilienhaus kaufst und da ist irgendwie Schwamm oder so, keine Ahnung, Schimmel im Keller oder sonst was und du weißt nicht genau richtig, was das ist, dann muss man auf jeden Fall aufpassen. Extrem aufpassen, weil wenn man da so ein Haus kauft, wo irgendwie bauliche Mängel drin sind und man sich nicht so gut auskennt und die baulichen Mängel sind so enorm, dass es irgendwie zu einer Unbewohnbarkeit des Hauses führt, dann hast du natürlich ein Riesenproblem, unabhängig vom Immobilienmarkt. Es kann sein, der Markt boomt wie die Sau. Du hast ein Haus, das ist einfach kaputt, ne? sowas soll es geben. Dann gibt es Baumängel ab und zu, dass irgendwelche
Leitungen nicht richtig verklemmt wurden oder sonst. Das wäre jetzt zum Beispiel auch letztlich ein Wasserschaden. Die Leitung hat 8 Jahre dicht gehalten, dann hast du einen Wasserschaden gehabt, das muss der Mieter ausziehen, 4 Wochen ins Hotel und wir müssen alles überbrücken und uns um alles kümmern. So, ich zeig mal kurz, was hier abgeht. Also hier war ein Wasserschaden, hier drüben im Bad. Hier hat es die Dusche komplett zerlegt, hier unten. Dass die Versicherung die Unterlagen bekommt, dass die Wasserschäden behoben werden, dass die Trocknung richtig gemacht wird. Solche Sachen können natürlich auch immer sein und nerven. Also nochmal kurz zusammengefasst, es gibt so zwei wesentliche Sachen, wo man drauf schauen sollte, dass man nicht zu viele wirtschaftliche Risiken als auch keine baulichen Risiken sich da ins Boot holt. Und das kann man natürlich mit einer Vorabprüfung abwägen. Deshalb wünsche ich dir ganz viel Erfolg beim Aussuchen deines Investments und dass du da nicht irgendwie ins Klo greifst. Das ist extrem wichtig.